Oh, dreh schneller. Da ist doch was hinter mir. Oh! Fuck, bitch. Oh, scheiße. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. The Evil Within. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Direkt noch weiter. Wieder zum erhofften Ladebildschirm. Und Kapitel 7, der Wächter, erwartet uns. Mal gucken, was uns hier erwartet. So. Ich habe da gerade mal ein bisschen was an der Grafik umgestellt. Hier war gerade irgendwas wieder verstellt. Oh Gott. Das kam aus der Nähe. Ist schon gut, ich bin da. Keiner wird dich kriegen. Da ist sie. Also hören tun wir sie auf jeden Fall schon mal. Kriegen. Was ist mit dir los? Oh, der hat doch bestimmt gleich wieder einen Anfall, Mann. Bei mir bleiben, das geht nicht anders. Okay, wir haben noch was zu lesen. Nee, ein Kartenfragment. Auch gut. Oh Gott, hier geht's runter. Was? Nee, das haben die beiseite geschoben. Hey, Joseph. Geht's dir gut? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Das könnte... Gefühlte 10 Kilometer gefallen und überlebt. Das schaffen nur wir. Oh Mann, wo sind wir jetzt wieder? Okay. Seine Lampe brauchen wir anscheinend noch nicht, aber hier liegt irgendwas. Achso. Okay, war ein bisschen in den Boden gebackt. Oh mein Gott, sind wir jetzt in der Experimentenhalle hier? Kriegen. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ja, ich habe verstanden, dass ich die suchen soll, aber hier liegt meistens so unnützliches Zeug rum, wie du weißt. Na gut, hier scheint diesmal nichts zu liegen. Warte mal, kann ich die Dinger kaputt machen? Tatsächlich. Okay, Sebastian, dann werden wir hier nochmal ganz kurz diese Krüge kaputt machen, die hier überall rumstehen.
Weil wer weiß, was wir da alles so Schönes finden. Da ist noch einer. Aber nichts drin. Okay. Ein bisschen sprinten können wir ja jetzt. Dann geht das alles etwas schneller. Aber nicht so, dass ich wieder erschöpft hier umfalle. Hier ist noch so. Oh, warte. Alter Schwede. Wo war jetzt hier eine Bombe? Da! Oh Gott. Jetzt soll ich das wieder entschärfen, ne? Das wird ja herrlich. Meine Güte. Ich vertime mich da immer mit dem Drücken. Voll? Okay. Wirklich voll? Das will ich auch noch mal kurz nachprüfen. Ich könnte wetten, wir haben nämlich nicht nachgeladen. Wie ich es mir gedacht habe. So. Das ist ja ganz andere Muni. Pistol, haben wir die denn nachgeladen? Ja, die ist tatsächlich nachgeladen. Naja, dann gucken wir mal zu unseren Leuten hier. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass... Oh mein Gott. Will ich denn hier Schönes? Ah, wir sind jetzt hier, aber nicht in Transsilvanien, ne? Nicht, dass ich jetzt hier gleich Dracula am Arsch habe. So ein schönes Buch von unserem Geistlichen. Oh, hier, guck mal. Zwei Kugeln. Nebel. Oh, das hört sich schon wieder eklig an. Oh, Moment. Fuck. Dreht er sich nochmal um? Ach, der war umgedreht. Das muss mir nochmal einer erzählen. Ne, jetzt ist er umgedreht. Fuck. Oh, fuck. Uiuiui. Okay, ich mache jetzt anscheinend mehr Schaden. Das habe ich ja bei dem letzten Upgrade einfach mal aktiviert. Okay, das Vieh, was... Oh mein Gott, ich glaube, ich gehe nochmal kurz in den Munitionsraum. Scheiße. Ich habe keine Lust. Da habe ich ja Lust. Da habe ich ja Lust. Jetzt ist es dunkel. Es ist dunkel und ich kann nicht rennen. Ich kann... Oh. Musst du das so laut machen? Super, so, jetzt ist das Ding hier... Sind die Kerzen wieder an? Warte mal, ich komme. Bestimmt hier wohl lang. Scheint locker zu sein. Ach ja. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich trotzdem noch neugierig bin, was da für ein Vieh auf uns wartet, ne? Halten. Mensch, was wir nie alles hinkriegen. Ah, wieder ein Schlüssel für diese. Sag doch mal schnell. Ne? Im Leichenschauhaus da, in dem. Da konnte ich ja ein paar Dinger mit öffnen. Mal sehen, was wir da beim nächsten Mal finden. Jetzt haben wir was zu lesen, wie es scheint. Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen. Er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott hilf mir! Hilfe! Ja, Hilfe, Hilfe, ohne Ende weiter. Ich hoffe, es handelt sich dabei nicht um diesen Typen, der da jetzt irgendwo in dem Raum ist. Ich
meide ihn jetzt einfach mal. Mal sehen, wie lange ich das machen kann. Hier ist ein Kontrollpunkt. Das heißt, das wäre soweit geschafft. Ich bin natürlich eigentlich neugierig, ne, wer da jetzt war. Aber ich glaube, das muss ich nicht unbedingt ausprobieren. Ich könnte wetten, der begrüßt uns noch rechtzeitig. Alter, da hinten. Ach du Scheiße. Ja. Na herrlich, und ich muss da lang. Wer ist hier nicht? Nee. Jetzt ist der weg. Was? Warum ist er? Oh Mann. Du hast mich nicht gehört. Du hast mich nicht gehört. Wo ist der Typ hin? Das ist eine Fußfessel. Okay, ich glaube, hier kommen wir wieder zu einem Speicherpunkt. Ich gucke bloß kurz nach, weil speichern müssen wir nicht. Ja, das ist wieder so ein... Obwohl, warte mal, wir können doch mal eben den Schlüssel einsetzen. Vielleicht finden wir was Hilfreiches. Hier haben wir wieder ein Tagebuch. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006, um 9.56 Uhr. 3 Kilo und 310 Gramm. Schwer, 35,5 cm groß. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Okay. Kind wurde geboren. So, wir gehen jetzt mal nicht zum Speichern hin, sondern einfach bloß... Okay. Um mal in das tolle Fach zu gucken. Der besorgte Typ also. Die, auf die ihre Sprüche komme ich nicht klar. Was? Der besorgte Typ. So, Katakomben entdeckt. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche und von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Okay, gut. War jetzt mal dahingestellt, da wollen wir ja gar nicht lang. Wir wollen in den super tollen Raum von dir, Mädel. Da will ich mich nämlich mal ein bisschen umschauen. Wir haben jetzt wieder einen Schlüssel. Die Geräuschkulisse ist immer so angenehm, wenn ich hierher komme. Okay, pass auf, wir haben oben links aufgemacht, jetzt machen wir mal ganz oben rechts auf. Was ist das? Ich hab keinen mehr. Ich bin voll. Guck an. Da war jetzt nur Munition drin. Das ist jetzt irgendwie doof. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege jetzt irgendwas Besseres daraus. Das kann ich mich jetzt dabei hinten auch irgendwo einen Spiegel. Mache ich mich mal zum nächsten Spiegel auf. Ich muss sie also wieder verlassen. Zeigen wir mal eben kurz mit dem Spiegel. Da. Ich denke, Upgrades brauche ich noch nicht. Von daher. Probieren wir es einfach mal so. Okay. Der Typ ist immer noch weg. Oh Gott, da kann ich dieses doofe Puzzleteil reinmachen. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, scheint nicht so. Oh, das wird mein Untergang. Passt. Ja, na herrlich. Oh Mann. Zwei Tore. Links, rechts.
Okay, wir gehen mal im Uhrzeigersinn. Ne, demokratische Abstimmung. Wer ist alles dafür? Ja, okay, ich sehe ich. Dann gehen wir hier mal lang. Oh. Oh, Spritze. Die ist immer gut. Hier kommen wir so nicht lang, aber wenn wir das Ding abdrehen. Will ich da rein? Oh mein Gott. Anstatt auch erstmal vorsichtig zu gucken, ne? Er macht einfach die Tür gleich komplett auf. Jetzt geht die Tür wieder zu. Oh mein Gott. Oh, ich hab grad gedacht, er steht da, ne? Oh mein Gott, hier rennen noch mehr von den Viechern rum. Dich kann ich doch bestimmt. Heiliger! Jetzt hatte ich ja einfach bloß mal Glück, wa? Mensch, oh ey! Zielgenau ich gleich null. Scheiße! Ja, noch gar kein Problem. War doch gerade was für mich. Ich stimme doch einfach mal auf die Kacke hier. Ja. Oh, Alter, er geht rein! Daneben. Oh mein Gott. Munition alle. Ja, ja, Munition alle. Wir nehmen einfach mal eine andere Waffe, Sebastian. Wie wär's mit der Pump? Jetzt ist er umgefallen. Naja, denn. Soll mir recht sein. Weil ich die gute Muni eigentlich ja auch für wichtigere Gegner brauche. Die Folterbank sieht nicht schön aus. Hätte ich nur Munition rum. Oh, ich möchte gar nicht wissen, was uns hier gleich erwartet. Streichhölzer. Verbrannt. Umsonst. Ich hab gedacht, ich krieg da jetzt was raus. Ja, was soll mich denn jetzt hier sehen? Ich werde hier jeden Raum durchstreifen und ich werde eine Axt. Ich bin nicht der Meinung, dass ich die brauche. Ich hoffe, ich irre mich da nicht. Da unten geht's irgendwo lang. Wir gucken erst hier lang. Das sind ein bisschen viele. Das haben wir nicht gesehen, aber es... Thank you.
Na, herrlich. Jetzt aber die Pump. Also wenn ich jetzt gerade die Munition hier irgendwie doof verbrauche, wenn ihr das anders gemacht habt oder die einfach weggelassen habt, schreibt es mir mal in die Comments. Ich hau die Typen jetzt einfach weg. Okay, falsche Taste. Ich hätte den Riegel jetzt weggemacht. Ah, jetzt komme ich hier auch rein. Die habe ich jetzt einfach beiseite geschoben. Noch alles an. Dann Werkzeug. Wir sammeln hier aus irgendeinem Grund so viele Scharfschützenmunition ein. Okay, wie sieht meine Gesundheit aus? Okay, ich nehme jetzt einfach mal schnell eine Spritze. Kann ich nämlich die andere aufsammeln. Wieder full life. Und wir schauen wieder nach der Munition von diesem tollen Gewehr hier. Alles voll. Gut. Dann werde ich so lange bei der Shotgun bleiben. Fuck! Ich wollte gerade noch wieder wegrennen. So eine Scheiße. Ja, naja. Da haben wir uns die Spritze, die wir uns gerade reingejagt haben, mal eben schnell in den Arsch gejagt. Ich hab heute gedacht, da steht wer. So, was haben wir hier? Noch einen super tollen Folterstuhl. Alter, Alter. Granaten, über Granaten. Die waren in der Vergangenheit nicht so hilfreich. Warum hat... Das Ding hat sich gerade bewegt. Oh, toll. Nein, ich hätte die so platt machen können. Scheiße. Und dafür habe ich jetzt Munition verbraucht. Naja. So wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr es besser machen könnt. So, wir klettern jetzt mal nach unten. Oh, oh. Ja, genau. Das war der Typ. Ja, geil, mit Vergiftungsgrad oder was? Oh, war ich auch so der... Okay, hier das Ding abdrehen. Scheiße. Jetzt muss ich... Ich hatte was gesehen. Ich hoffe, das attackiert mich jetzt nicht. Oh, dreh schneller. Da ist doch was hinter mir. Oh! Fuck, Bitch. Oh, Scheiße. Ja, was haben wir denn noch Schönes an Waffen? Los. Zwei Schuss für die Pumpgun haben wir wieder. Okay, hier ist nichts. Das heißt, ich muss hier irgendwo runter oder was? Ja, hier scheint so. So. Wem das Nachladen auf den Sack geht, der möge mir das doch bitte entschuldigen.
Ich verbrauche immer gern die unwichtige Munition. Ich denke, das seht ihr. Ich denke, ja. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Und wenn nicht, auch egal, ist euer Ding. Ich mache es so. Oh, Kontrollpunkt. So, na, jetzt rennt der mit Typ da gleich hinterher. Oh. Alter, ist das dir ernst? Alter, ich wollte die da hinten langlocken, aber die lösen den Scheiß nicht aus, oder was? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Was ein Vogel. Boah. Ist das jetzt der Ernst? Gott, auf die Entfernung mit dem Scheißteil zu schießen, ist auch nicht so das Wahre. Also wir können uns hier gleich ein Raumschiff bauen, wenn wir noch mehr Materialien einsammeln dafür. Aber mir geht jetzt langsam die Munition zu Neige. Ich könnte wetten, das wird wieder darauf hinauslaufen. Dass ich mir Unmengen an Bolzen zusammenschustern muss. Ich kann da jetzt aufhören, dann kann ich durch beide Sachen durchgehen. Oh oh. Okay, die kann ich auf die Boden achten die ganze Zeit. Ich fange schon mal an zu flüstern. Ist mir zu doof. Wie passiert? Meine Güte, nee, echt. Wie, das Krabbelvieh hat mich jetzt gesehen. Alles klar. Lässt du für mich auch mal ein bisschen Munition liegen oder eher nicht oder? Ein paar gezielte Schüsse. Und mit den Dämonen ist es aus. Munition! Da war Munition! Komm her, komm her! Ah, ah, ah! Ach, zwei Schuss, na herrlich. Bist du schon tot? Ich hoffe. Und das nächste Ding. Oh, ich schaufel mir hier mein eigenes Grab. Brennt was? Wo kommen wir jetzt hin? Vor allem der Typ. Das ist wieder so geil. Der hat uns ja abgeschottet. Der spielt da schön mit uns. Wir hängen jetzt hier. Was ist das? Oh, schön Pfeil. Voll Bolzen, meine ich. Und wir tappen gleich sowas von in seine... Oh. Wir tappen sowas von in seine Falle.
Und ich mit diesem übelsten Munitionsvorrat kann ihn natürlich super... Oh. Super flachlegen. Ja, flachlegen, genau. Das ist das Einzige, was mir einfällt, wenn ich an diesen Scheißtypen denke. Oh mein Gott. Ja. Sesam, öffne dich. Kontrollpunkt. Oh ja, hier war ja noch die Munition. Schön. Das fühlt sich gut an. So, von der Zeit her sehe ich, sind wir bei einer halben Stunde gut angelangt. Und ich denke, ich werde den zweiten Weg und alles, was darauf folgt, dann in einen zweiten Teil verpacken, damit das hier wieder nicht zu lang wird. Ja, ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei, wenn wir gucken, wo uns im Endeffekt dieses Tafelgeheimnis da, dieses Monument im Endeffekt hinführt. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.